Oh, bist du schon da? Ich habe mich eigentlich gerade gesonnt. Okay, dann herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt es 3 leckere Eisrezepte für euch. Wir machen heute ein Wassermelonen-Sorbet, ein Fruchteis am Stiel mit knackiger Schokolade und ein Cookie-Sandwich-Eis mit Lotus. Richtig, richtig lecker. Und ich starte jetzt direkt mit dem Wassermelonen-Sorbet. Dafür braucht ihr eine halbe Wassermelone, 100 Gramm Erdbeeren, die können gefroren sein oder auch frisch, 2 Esslöffel Zucker, eine Limette, davon brauche ich den Abrieb und den Saft und etwas Vanilleextrakt. Theoretisch könnt ihr jetzt hergehen und die Wassermelone direkt in der Wassermelone pürieren. Dafür nehmt ihr einfach den Pürierstab, seid aber ganz vorsichtig und los geht's. Das macht aber gerne ein bisschen Sauerei, falls ihr den Stabmixer nicht zu tief eintaucht. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, höhlt ihr die Wassermelone aus und püriert es dann einfach in dem Glas. Würde auch funktionieren. Womit ihr euch auch helfen könnt, wäre der Wacker. Damit so ein bisschen vorher, aber ihr seht schon, es läuft ein bisschen anders. Ich nehme ein bisschen das raus. Wir machen jetzt keine Sauerei. Und darin könnt ihr es jetzt etwas besser pürieren. Guckt euch auch gerne mal das Reel dazu an. Manchmal spinne ich ein bisschen rum. Hier ist es natürlich am besten, ihr nehmt eine Wassermelone ohne Kerne. Ihr kennt ja wahrscheinlich die ganz großen Wassermelonen, die haben große Kerne. Die eignet sich jetzt nicht so gut, denn dann würdet ihr die Kerne mitpürieren. Deswegen nehme ich immer ganz gern hier die kleinen. Jetzt kommen noch die Erdbeeren dazu. Die sorgen zum einen dafür, dass der Geschmack etwas intensiviert wird und natürlich auch dafür, dass die rote Farbe so ein bisschen verstärkt wird. Zum Sorbet braucht ihr auch etwas Zucker. Dann kurz pürieren. Ja, man hätte auch eine größere Schüssel nehmen können. I know. Wäre aber nur halb so lustig. Ein bisschen Vanilleextrakt und dann Limettenabrieb und etwas Saft. Dann ist der Geschmack richtig gut. Hoppla, ich wollte keine Sauerei machen und jetzt habe ich die übelste Sauerei hier. Alles gut gegangen und das? Alles war super, bis dahin. Hi, Donai. Und jetzt nehmt ihr euch entweder eure ausgehöhlte Wassermelone, füllt das Ganze hier rein und friert es ein. Falls ihr nicht so viel Platz habt für so eine große Wassermelone, könnt ihr auch ein flacheres Gefäß nehmen. Ich nehme auch ganz gerne Emaischalen, weil die Temperatur einfach sofort leiten. Das heißt, darin gefriert es auch einfach schneller. Also das ist auch so ein Zeitspartipp. Das heißt, ich fülle die Masse jetzt hier ein, friere das Ganze dann ein und dann werde ich immer mal, so alle 2-3 Stunden, mit dem Wacker so ein bisschen durchrühren, um die Eisstruktur zu zerstören. Ihr könnt es aber auch einfach über Nacht einfrieren und später mit dem Löffel oder halt auch mit dem Wacker so ein bisschen zerkratzen und dann ist euer Sorbet fertig. Das Wassermelonen-Sorbet ist fertig. Ich kann es jetzt hier direkt servieren. Und wir probieren es auch direkt. Heute ist Eugen da zum Probieren. Eugen, komm, wir probieren das jetzt mal. Was ist es eigentlich? Herzlich willkommen. Ein Wassermelonen-Sorbet. Geil. Richtig lecker. Und ich muss auch sagen, ich habe es noch nicht probiert. Da sind Erdbeeren drin. Ja, stimmt, ich habe probiert. Erdbeeren drin, Limette und eigentlich nur ein Esslöffel Zucker. 1 bis 2 Esslöffel.
Mhm. Geil. Mhm. Mhm. Kann ich das mitnehmen? Mhm. Okay. Eigentlich kann ich sogar die Wassermelone, so wie sie ist, abdecken, ins Gefrierfach stellen und für deine Geburtstagsparty am Wochenende. Perfekt, so machen wir das. Okay. Gut? Ja. Würdest du auch ausprobieren, oder? Zu Hause? Auf jeden Fall. Die passende Schürze hast du ja schon. Genau. Okay. Wieso habe ich die eigentlich an? Aber das ist doch, das ist so fruchtig, erfrischend, nicht zu süß. Ja. Perfekt für den Sommer. Okay, Eugen nimmt das Wassermeloneneis mit und ich zeige euch jetzt direkt das zweite Eis. Das wird ein Eis am Stiel und ich muss sagen, selbst das Eis am Stiel wird relativ gesund, mit wenig Zucker, aber richtig lecker. Dafür nehme ich jeweils 200 Gramm Blaubeeren und Himbeeren, 120 Gramm Banane, 200 Gramm Skier oder Joghurt, etwas Tonka-Paste und zum Süßen gerne 70 Gramm Agavendicksaft. Ihr könnt jetzt hier natürlich selbst entscheiden, welche Früchte ihr nehmt. Ich nehme jetzt einfach Heidelbeeren und Himbeeren, weil sie geschmacklich super passen. Süßt das Ganze mit Banane auch ein bisschen nach und gebt noch ein bisschen Agavendicksaft dazu. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch nur die Süße aus Früchten verwenden und entweder Joghurt oder Skier, weil es einfach ein bisschen cremiger ist und Skier hat ein bisschen mehr Proteinanteil, etwas weniger Fett. Also ich finde, es ist schon so ein sehr gesundes Eis, wenn man Agavendicksaft weglässt, Zucker. Noch etwas gesünder, aber ich will ja auch, dass es gut schmeckt und jetzt nicht so viel Banane dazugeben. Ihr könnt jetzt frische oder gefrorene Früchte nehmen, ganz wie es euer Mixer eben auch schafft. Ihr püriert jetzt einfach die Früchte miteinander, dann kommen die restlichen Zutaten dazu und alles wird gut durchgemixt. Und dann könnt ihr euch diese Silikonförmchen für Eis nehmen. Da kommen diese kleinen Holzstiele rein und könnt einfach die Eismasse einfüllen und einfrieren. Falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch Eiswürfelbehälter nehmen, da könnt ihr so Eiskonfekt machen. Ihr könnt aber auch eine große Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen, die Masse reinfüllen und am Ende einfach runterschneiden. Das geht natürlich auch. Theoretisch, wenn ihr aber auch gefrorene Früchte nehmt, habt ihr hier praktisch schon ein fertiges Eis, was ihr so direkt löffeln könnt. Perfekt. Dann friere ich die kurz ein und überziehe sie dann mit Kuvertüre. Das Himbeereis ist gefroren und jetzt wäre es eigentlich fertig. Ihr könnt es aber gerne noch mit Schokolade überziehen. Das mache ich jetzt, denn ich will einfach ein richtig leckeres Eis mit Schokoladenüberzug. Ihr könnt euch jetzt für eine Schokosorte entscheiden. Ich nehme Zartbitter, weil da auch, muss ich sagen, der Zuckeranteil recht gering ist, so auf ganz natürliche Art und Weise. Ich mag Zartbitterschokolade sehr gerne und falls ihr so ein bisschen drauf achtet, wie viel ihr davon essen wollt und den Zucker reduzieren wollt, dann auf jeden Fall Zartbitterschokolade. Aber weiß wird hier auch richtig gut dazu passen. Also ich habe jetzt hier meine Zartbitterkuvertüre. Ich nehme da jetzt ungefähr 600 Gramm, etwas Kokosfett und zum Dekorieren noch gefriergetrocknete Himbeeren. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber nehmen. Jetzt gebt ihr 2 Drittel davon über ein Wasserbad und schmelzt es schon mal schön. Das Wasser darf nicht mehr kochen. Und sobald die Kuvertüre geschmolzen ist, nehmt ihr diese 2 Drittel runter und rührt einfach noch das restliche Drittel dazu. So kühlt ihr die Kuvertüre direkt runter und sie hat dann später einen schönen Glanz, ohne eben diesen stumpfen Mattüberzug zu bekommen. Also dazugeben. Wir impfen sozusagen die Schokolade. Und dann kommt auch direkt noch Kokosöl dazu. Und das sorgt dafür, dass die Schokolade so ein bisschen flüssiger wird, weil einfach nur ein bisschen Fett dazukommt, noch einen schöneren Glanz bekommt und dass sie später einfach so einen weicheren Bruch hat. Also man kann das Eis dann damit so ein bisschen dünner überziehen. Und jetzt einfach kurz verrühren und dann nur noch ganz kurz für 1-2 Sekunden aufs warme Wasserbad stellen, dann ist die Kuvertüre perfekt. Ich habe jetzt hier einfach 2 Kühlpads aus dem Gefrierfach und ein Blech, was auch ins Gefrierfach passt. Hier ist mein Eis, das kann ich jetzt hier schön rauslösen. Mit dem Eis hier drunter verschafft ihr euch einfach ein bisschen Zeit, denn wenn es bei euch in der Küche sehr warm ist, schmilzt das Eis natürlich recht schnell. Und so habt ihr einfach eine schöne kühle Fläche und habt einfach ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Okay, jetzt nehmt ihr euch am besten ein Glas, da füllt ihr die Kuvertüre ein. Das Glas könnt ihr vorher gerne so ein bisschen erwärmen oder einfach immer mal ins Wasser stellen,
denn durch das Eis wird die Schokolade jetzt relativ schnell fest. Und jetzt im Prinzip eigentlich nur eintauchen, kurz abtropfen lassen und hier drauflegen. Und schon seid ihr fertig. Die packe ich jetzt nochmal ins Gefrierfach und theoretisch könnt ihr sie dann, wenn sie nochmal schön durchgefroren sind, einfach auch verpacken und wirklich für mehrere Wochen im Gefrierfach lagern. Wird nicht passieren, denn bei uns werden sie gleich gegessen. Ich finde das Eis richtig, richtig schön und dafür, dass es selbstgemacht ist, finde ich, sieht es auch richtig perfekt aus. Und Eis am Stiel kann man ganz einfach selbst machen, wie ihr gesehen habt. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt. Alex? Du darfst mit mir probieren. Hallo, danke schön. Das sieht richtig schön aus. Ich finde nämlich, das Innere vom Eis passt perfekt zu deinem Top heute. Bin hier mal gespannt, was drin ist. Okay, probier mal. Ich hatte eben schon eins. Ich habe schon, ups, ich habe schon heimlich probiert. Schmeckt richtig gut. Ja? Ich muss auch sagen, ich bin zartbitter Schokoladenfan. Ich auch. Ich habe kurz überlegt, ob ich weiße Schokolade mache, aber ich fand zartbitter. Ich mag es sehr. Sehr gut. Aber es stimmt farblich, passt sehr ja? gut. Ja, perfekt. Sehr, sehr lecker. Und da könnt ihr wirklich entscheiden, je nachdem, was für Früchte ihr da habt, welches Obst, kann man ja geschmacklich so machen, wie man will. Das stimmt. Ja, aber an sich ist es richtig einfach. Also, das war Rezeptidee Nummer 2. Und jetzt kommt Rezeptidee Nummer 3 und die ist wirklich ganz einfach. Noch einfacher als dieses Eis sogar. Dafür nehmt ihr einfach ein Eis eurer Wahl. Ich habe jetzt hier ein Vanilleeis, Schokokekse mit weißen Schokoladenstückchen. Hier etwas Lotuscreme, das ist die cremige Variante, und Lotuskekse. Okay, das ist jetzt wirklich einfach, aber es ist, glaube ich, eine richtig coole Idee für alle, die einen coolen Eissnack machen wollen, der einfach etwas cooler ist als einfach nur eine Kugel Eis mit Lotusstreuseln drauf. Deswegen nehmt ihr jetzt einfach die Kekse, einen Eisportionierer, eine Kugel Vanilleeis und packt die dann hier dazwischen. Und jetzt macht ihr ein Sandwich draus. Ich habe nur an Eis-Sandwich gedacht, ich schwöre. Okay, kannst du einfach Schnittbilder machen? Du musst die Moderation noch mal machen. Warum? Weil ich immer machen Sandwich draus. Also einfach. Schokokeks, Vanilleeis. Noch ein Schokokeks. Und ein Sandwich. Entschuldigung. Gerade wegen was anderem. Und die bereitet ihr jetzt vor und dann kommen sie einfach ins Gefrierfach, okay? Jedenfalls kommen die Eissandwicher jetzt ins Gefrierfach. Die müssen jetzt nämlich nochmal gut gefrieren. Und dann werde ich die Lotuscreme in der Mikrowelle oder einfach über dem warmen Wasserbad ein bisschen schmelzen. Die Eissandwiches dann eintauchen bis zur Hälfte und die zerbröselten Lotuskekse einfach nur drüber geben. Und dann schnell wieder einfrieren. Und sobald das Sandwich-Eis dann gefroren ist, könnt ihr es direkt probieren. Und ich würde sagen, ich nehme die beste Eisverkosterin der Welt mit dazu. Aus dem Keller. Ja. Ja, okay. Probier mal, Ella. Ich habe im Keller noch mein altes Fahrrad gefunden. Wir haben keinen Keller. Okay, Ella, probier mal. Oh, die sind am Teller festgefroren. Jetzt. Ich muss sagen, unser Gefrierfach ist ein bisschen überfordert heute mit so viel Eis. Dass du jetzt gleich einen Wackelzahn verlierst. Darf ich mal mitprobieren bei dir? Lotus-Eis. Yummy. Und, wie findest du es? Super Idee. Und vor allem schnell gemacht. Aber ich würde sagen, das, was man mit Eis 1 und 2 gut macht, an Zuckerreduktion,
holt man bei Eis 3 natürlich alles wieder rein. Weil das ist schon, muss ich sagen, das haut rein. Zwei Kekse, Vanilleeis plus Lotuskekse. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Außerdem ist es und bleibt es eine Süßigkeit, gell? Also, probiert's gerne aus. Ich habe hier 3 Eisrezepte für euch, beziehungsweise 3 Eisideen. Und ihr könnt ja mal gerne schreiben, welche Variante ihr ausprobieren werdet. Und falls ihr noch Wünsche habt, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und weitere Eisrezepte findet ihr wie immer in meiner App. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich habe schon was. Was? Also, Eis in so einer Cake-Top-Stiele halt. Mhm. Mit innen drin Eis und außenrum Schokolade. Oh, das klingt auch gut. So Eisballs? Okay. Halt nur am Stiel. Okay, machen wir.